Ja, willkommen bei dieser Ausgabe von iPad für Lehrer, in der es aufbauend auf der letzten Folge mit GoodNotes darum gehen soll, wie speichere ich jetzt eigentlich Dokumente aus GoodNotes auf dem iPad oder auf anderen Zielordnern. Und das wollen wir genauer in den Blick nehmen. Zuallererst sei ganz kurz angemerkt, dass wir uns am Theodor-Heuss-Gymnasium in Göttingen für einen Dateimanager namens Documents entschieden haben. Das ist eine App, die im Grunde funktioniert wie der Windows Explorer oder der frühere Dateimanager. Hier lassen sich Ordner anlegen, hier lassen sich alle Arten von Dateien sortieren und übersichtlich darstellen, vor allem aber auch abspeichern. In diesem Fall einfach mal beispielhaft habe ich das in meine zwei Fächer Geschichte und Spanisch aufgeteilt. Wir können auch, das sieht man in der linken Spalte, unser iSurf-System einbinden in Documents. Man kann auch eine Cloud wie Dropbox, Microsoft OneDrive oder Google Drive integrieren und hat damit in einer App das komplette Dateimanagement gebündelt. Das ganz kurz als Grundlage, denn wir benötigen Documents, um aus GoodNotes heraus Arbeitsblätter oder auch ganze Notizhefte in anderen Zielordnern abzuspeichern. Und wie das funktioniert, möchte ich jetzt zeigen. Dazu gehen wir zurück nach GoodNotes in die Arbeitsmappe aus dem letzten Tutorial. Hier habe ich meinen Überblick zum Zweiten Weltkrieg. Ich bin jetzt fertig. Die Stunde ist beispielsweise vorbei und ich möchte jetzt den Schülern oder das Ergebnis zur Verfügung stellen oder diese Arbeitsmappe einfach auf meinem iPad vernünftig nochmal sichern und abspeichern außerhalb der App GoodNotes selbst. Da werden natürlich sowieso alle Ergebnisse abgespeichert, aber vielleicht möchte ich damit ja auch arbeiten, dieses weiterverschicken oder einfach auch in andere Ordner kopieren. Und dazu brauchen wir den Button ganz oben rechts mit den drei Punkten, der hier markiert ist. Wenn ich darauf klicke, zeigen sich unterschiedliche Möglichkeiten. Wir wollen jetzt nicht den Seiteninhalt löschen, wir wollen auch nicht drucken oder weitere Optionen wählen, sondern wir wollen dieses Notizheft bzw. die Seite, die wir vor uns sehen, exportieren. Hier kann ich nochmal entscheiden, was möchte ich machen. Möchte ich das gesamte Notizheft exportieren oder möchte ich vielleicht einfach nur die aktuelle Seite exportieren? Das könnte man zum Beispiel wählen, wenn man ein Arbeitsblatt ausgefüllt hat in der Stunde und genau dieses jetzt nochmal gezielt den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen möchte. Und das möchte ich jetzt einfach mal auswählen, denn dieser Überblick zum Zweiten Weltkrieg ist vielleicht ganz gut gelungen. Und ich möchte, dass dieses Ergebnis aus der Stunde jetzt auch alle Schülerinnen und Schüler am Ende zur Verfügung haben. Dazu klicke ich auf Aktuelle Seite exportieren, kann hier nochmal Einstellungen vornehmen, beispielsweise das Format. PDF ist ein sehr gutes Format, da man da nichts mehr drin verändern kann. Ich könnte noch Hintergründe einstellen, kann hier einen Dateinamen geben. Und den wähle ich jetzt entsprechend des Inhalts aus, kann das einfach eintippen und kann jetzt, um diese eine Seite zu exportieren als neues Dokument, einfach auf Exportieren klicken. Jetzt habe ich unterschiedliche Ziele. Ich könnte dieses Dokument jetzt per E-Mail verschicken an andere Nutzer, an Kolleginnen und Kollegen oder auch Schülerinnen und Schüler. Ich könnte es auch, wie man in der Mitte sieht, in meiner Dropbox speichern. Das ist aber mein privates Cloud-System. Da möchte ich es nicht haben, denn ich möchte es ja jetzt anderen zur Verfügung stellen. Und dazu brauchen wir jetzt die App Documents, in der wir unsere Dateien auf dem iPad verwalten. Ich wähle nämlich hier die vierte Möglichkeit aus externe Apps und kriege jetzt schon angezeigt, nach Documents kopieren. Genau das wähle ich aus, denn jetzt verlässt dieses Blatt diese Seite als eigenes Dokument GoodNotes und wird von GoodNotes an Documents geschickt, wo ich es dann jetzt verteilen könnte. So ist es bei Documents angekommen. Ich klicke oben links auf Dokumente und komme zurück in meinen Dateiüberblick. Hier sehe ich jetzt schon das eine Arbeitsblatt aus meinem GoodNotes-Notizheft liegen, möchte das jetzt aber in einen anderen Ordner packen. Dazu habe ich verschiedene Möglichkeiten und das zeige ich jetzt Schritt für Schritt auf. Möchte ich dieses PDF jetzt einfach nur in meinen Dokumenten ordentlich sortieren und abspeichern, dann kann ich es in meinen Ordnern einfach einsortieren. Ich könnte aber auch jetzt einen neuen Ordner bilden für die 9. Klasse speziell und das mache ich unten rechts durch Klicken auf Plus.
Wähle hier Neuer Ordner aus. Nenne diesen Geschichte Klasse 9. Fertig. Und jetzt tippe ich lang auf das Arbeitsblatt, bis es so klein wird und kann es einfach rüberschieben auf den Ordner Klasse 9, es da wieder loslassen und habe es schon einsortiert. Damit habe ich ein Stundenergebnis übersichtlich einsortiert in meinem Ordner Geschichte Klasse 9. Das liegt jetzt aber nur auf meinem iPad. Jetzt möchte ich dieses Dokument auch Schülern zur Verfügung stellen. Und das zeige ich einmal ganz kurz, wie ich das mache. Ich gehe wieder in den Ordner Geschichte Klasse 9, tippe auf Kopieren und schiebe dieses Arbeitsblatt wieder nach Documents, indem ich auf Kopieren klicke. Jetzt taucht es da wieder auf dem Startbildschirm. Jetzt möchte ich es beispielsweise in iSurf abspeichern, unserem Schulsystem, sodass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie nachmittags nach Hause kommen, dieses Blatt zur Verfügung haben für die Hausaufgaben und damit arbeiten können. Dann tippe ich wieder lang drauf, gehe auf den Button iSurf, bis der blau markiert ist, und lasse los. Documents meldet sich jetzt automatisch bei iSurf an und ich kann auswählen, wo ich gerne das Dokument speichern möchte. Bei uns sind die Klassen unter Public, Dateiablage der Klassen, aufgelistet und hier wähle ich jetzt meine neuen ML aus, wo ich das Dokument abspeichern möchte. Ich könnte jetzt hier noch den neuen Ordner anlegen, Geschichte. Ich speichere jetzt einfach mal, indem ich unten auf Upload nach 9ML klicke. Und damit ist im Klassenordner auf iSurf das Dokument jetzt hochgeladen. Hier unten sehe ich noch den Verlauf. Und damit ist es schon fertig. Jetzt gehen wir nochmal zurück nach GoodNotes. Das waren jetzt ja einige Schritte, die ich hier in Documents vorgenommen habe und ich zeige das Ganze einfach nochmal. Ich bin im Dokument, möchte es aus GoodNotes heraus wegspeichern, woanders hin, deshalb wähle ich Exportieren. Ich möchte nur die aktuelle Seite exportieren, ich könnte auch das gesamte Notizheft exportieren. Ich nehme aber nur diese Seite, nehme es wieder als PDF, benenne es. Wir haben jetzt einen längeren Titel und klicke wieder oben rechts auf Exportieren. Wähle hier wieder externe Apps aus und sage nach Documents kopieren. Und schon ist es hier. Indem ich oben links auf Dokumente klicke, komme ich wieder auf den Startbildschirm von Documents und kann jetzt eben auch diese Datei direkt nach iSurf schieben. Lasse los. Bin bei iSurf, wähle jetzt in dem Fall, da es wieder bei der 9. Klasse landen soll, Public, Dateiablage der Klassen, 9ML und speichere es da ab, indem ich unten auf Upload nach 9ML klicke. Das Dokument wurde hochgeladen, ist jetzt in iSurf gespeichert und steht allen zur Verfügung. Eine andere Möglichkeit ist, und das sei noch schnell gezeigt, den Schülerinnen und Schülern direkt über AirDrop Dateien zur Verfügung zu stellen, was im Grunde auf dem gleichen Weg funktioniert, bei uns aber nur in der mit Tablets ausgestatteten Klasse 9ML geht. Auch hier klicke ich wieder auf Exportieren. Jetzt nehme ich wieder nur die aktuelle Seite, benenne es da wieder entsprechend klicke wieder auf Exportieren, wähle wieder externe Apps, kann allerdings jetzt über AirDrop meinen Schülern direkt und drahtlos beispielsweise im Klassenraum dieses Blatt zur Verfügung stellen, mit dem sie vielleicht weiterarbeiten sollen und kopiere es in dem Fall nicht nach Documents,
sondern habe direkt oben in der obersten Leiste zum Teilen mit AirDrop tippen angezeigt. Und hier ist meine Klasse drin, die 9ML. Wenn ich da jetzt drauf tippen würde, in einer Unterrichtsstunde, in der die Schüler mit ihren iPads registriert sind im System, wir zusammenarbeiten mit dem Klassenmanagement, dann könnte ich hier meinen Schülerinnen und Schülern dieses Dokument auch direkt zur Verfügung stellen. Das aber nur zum Abschluss und das ist eine andere Funktion, die ich dann nochmal in einem weiteren Tutorial zeigen würde, wie ich über AirDrop drahtlos mit Kolleginnen und Kollegen oder eben auch Schülerinnen und Schülern Dokumente aus GoodNotes direkt teilen kann.